Jetzt habt ihr schon alle hier gehört. Ich glaube, zum guten Schluss darf die Altenhausener noch ein Lieder spielen, ja? Und gibt es noch einen Spruch, den ich da suche, von Norbert, unserem neugierigen Ritter? Jetzt hört ihr Worte, die sind bitter. Super gemacht. Bin ich in Hof, komme ich mir vor wie am Bayerns Auspuffrohr. Dort, wo von München aus gesehen die Winde aus dem Hintern wehen, für welchen Teil der Welt man in München Hof ja hält. Auch Söder kommt nur selten her, hierher zu fahren fällt ihm schwer. Er macht um Hof gern einen Bogen und wenn er her muss, nimmt er Drogen. Hof, Franken nennt sich dieser Fleck. Hier will sogar der Wind schnell weg. Aufgrund der hohen Windraddichte gibt es ja bereits Gerüchte, das Hofer Land samt seiner Windradflanken heißt in München Hochpropellerfranken. Die vorüberfahren, den Blick ins Elend zu ersparen. Am Busbahnhof Stadtmitte steht die Zentralkaufgeisterhütte. Der US-Mafia aufs Schachbrett fiel und die restauriert laut Kaufvertrag das Ding erst nach dem jüngsten Tag. Am Zentralkauf hat man das Gefühl wie vom Reaktorsarg in Tschernobyl. Hier tut sich in Hof der Fahrgast schwer. Hof ist mit Bussen so verbunden, als wäre der Bus noch nicht erfunden. Mit Hofverkehr geht's zäh wie Lein. Die Fahrpläne sind streng geheim. Und wer als Lehrling mit dem Bus fortfährt, ist Rentner, wenn er wiederkehrt. Weil was er schrieb, kein Mensch versteht. Der
Die CSU regiert in manchem Nest in Bayern ja schon seit der Pest. Und in der Oberpfalz ist nicht ganz klar, ob die Pest nicht besser war. Die Bronx von Hof heißt Lorenzstraße. Jede Menge Dönergase und der Duft von Lammfleischstuben, von Knoblauch und Fritteusengruben, Zwiebelrauch und Fettfontänen lassen den die Augen tränen, der durch diese Straße geht, die unter türkischer Verwaltung steht. Auf Geheiß vom Staatschef Erdogan kommt dem jetzt wieder Frischfleisch an. Und dann gibt's Döner Böhmermann. Ist Beschneidung, es gibt so Dinge wie panierte Kalamari-Ringe. Und das Zeug schmeckt wirklich cool. Hof ist ein Teil von Istanbul. Läuft die Saale munter Richtung Hof durchs Tal herunter und Hof ist oft zu Recht schockiert, was die Saale da so mit sich führt. In der Saale wimmelt es von Trümmern, die seltsam aus dem Wasser schimmern. Teils verjüngt und bräunlich fahl schwimmt im Flüsschen Material, das, so wie es sich bewegt, durchaus den Verdacht erregt, als ob die in Oberkotzau, hat's geheißen, heimlich in die Saale. Wenn mit den Wässern, die vorüberfließen, die Hofer ihre Gärten gießen, führt das in den begossenen Gärten zum Kopfsalat mit besten Werten. Und am ganzen Fluss entlang zu ernten mit Rekordumfang. Wenn auch die Gurken wegen ihrer Flecken im Abgang etwas seltsam schmecken, so kann man Erd- und Stachelbeeren abgekocht durchaus verzehren. Allerdings fand man in Konfitüren den Rest von Hakle-Feuchtpapier, was dem Geschmack nach völlig klar in Oberkotzau in Verwendung war. Das solchen Amt empfiehlt zur Konfitüre Oettinger und Schertelbiere. Hey. Denn dieses Zeug im Fall des Fallers zersetzt den Menschen wirklich alles. Maulwurfhaufen und in diesen Maulwurfhügelketten gibt es gottverlassene Stätten, wo man nicht meint, dass in solch öder Leere Leben überhaupt noch möglich wäre. Fletschenreuth, Birk, Fattigau, altes Klump, Schrott und Verhau. Volkmanns, Uscherts, Gottmanns, Grün, da möchte man nicht als Reiche hin. Der Landrat stammt aus Schnarchenreuth. Sein Gesicht verrät's bis heut. Kühlschwitz, sieben Hitz und Scharten, wo sie noch aufs Kriegsend warten. Osset, Erla, Lohe, Lausenhof, da sind die Leute besonders. Naja. Niederschloppen, Nentschau und so weiter, ein Dachsbau, eine Hühnerleiter und Saalenstein, dort wo das Internet so unendlich langsam geht, dass die E-Mails auf dem Bildschirm bleiben, die Bürger sie von Hand abschreiben, dann in einen Umschlag kleben und dem Milchauto mitgeben.
Erbrecht, Stein und solche Stellen, wo die Hunde mit dem Hintern bellen. Und Hof selbst, wo alle Wege enden, wo sie die D-Mark noch verwenden. Und bis heute Lebensmittel spenden und Päckchen in die DDR versenden.